Hi, in diesem Video möchte ich nun zeigen, wie du ein Shelly Plus 1 mit Add-on einrichten kannst innerhalb von 2 Minuten. Suchen wir also zunächst einmal nach einem neuen Gerät. Dieses wird auch sogleich gefunden und wir können es auswählen und unserem Netzwerk hinzufügen. Wenn dieser neue Shelly hinzugefügt wurde, vergeben wir diesem noch einen neuen Namen und weisen diesem einen Raum zu. Abschließend suchen wir noch ein Bild für dieses Gerät aus und damit ist das Setup erledigt. Meine Alexa hat auch gleich erkannt, dass ein neues Gerät verbunden wurde und somit ist das Skill eingerichtet und ich kann dieses Gerät sogar über Sprache steuern. Als erstes, wenn das Gerät nun eingerichtet ist, wollen wir ein Firmware-Update machen. Dazu navigieren wir über den Einstellungen und schauen nochmal unter der Firmware-Version, ob es ein neues Update gibt. In diesem Fall ist es so. Und wir installieren dieses. Mit Firmware-Updates bekommst du neue Features und es werden natürlich auch Fehler vom Hersteller bereinigt. Ich lasse das Ganze hier im Schnelldurchlauf laufen. Und wenn das Firmware-Update installiert wurde und der Shelly neu gestartet ist, können wir das Shelly Add-on installieren. Navigieren wir dazu über Zusatzsensoren und Enable Add-on. Nun ist das Add-on aktiviert, aber wir müssen danach noch sagen, welchen Sensor wir angeschlossen haben. In meinem Fall habe ich einen DHT22 Sensor angeschlossen und diesen wähle ich dann halt aus dem Menü aus. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann werden die korrekten Sensordaten angezeigt und unser Shelly Plus 1 mit Add-on ist eingerichtet.